Ja, grüß euch Leidln. Und es geht wieder mal weiter mit Call of Duty Black Ops 2. Wir haben wieder so eine Zwischenmission das letzte Mal gemacht und machen jetzt, wie versprochen, in der Hauptmission weiter mit der Miss also in der Hauptstory weiter mit der Mission Karma auf den Cayman-Inseln 2025. Wir spielen wieder den Mason Junior, den David und schauen uns einmal die Waffen an, die wir da haben. Die sind an für sich eh nicht einmal so schlecht. Die lassen wir auch ein bisschen wieder behübschen. Mit die Aufsätze. Da nehmen wir aber statt dem EOTech oder ja, EOTech Visier nehmen wir den Millimeterscanner. Schalldämpfer lassen wir. Magazine lassen wir diesmal auch und nehmen uns da den Vordergriff dazu, dass die Geschichte ein bisschen präziser wird. Gut, aber als Sekundärwaffe haben wir diesmal ganz was anderes. Wir gehen da auf die leichten MGs. Da haben wir ja schon mal mit M60 geschossen. Und wir nehmen uns dieses hier. Dann das auch ein bisschen behübschen, mit Aufsätzen versehen. Und zwar möchte ich da dieses Dualband-Zielfernrohr, auch wieder den Vordergriff. Und da können wir auch die Magazinerweiterung nehmen. So, bei den Granaten tun wir diesmal auch umrüsten. Dann nehme ich die Semtex und die EMP-Granate. Gut. Ja, so ausgerüstet. Na, da fehlen uns ja noch die Perks. Also, Zugangskit brauchen wir auf alle Fälle. Schnell ziehen ist auch gut. Und diesmal werden wir uns da den langer Sprint nehmen. In der Mission gar nicht einmal so schlecht, weil da muss man zum Schluss ein bisschen laufen. Also, nehmen wir das. Gut, so ausgerüstet werden wir jetzt die Mission einfach einmal starten. China würde Milliarden zahlen, um diese Drohne zu bekommen. Buen Fortuna de Falcon. Gutes Karma. Die Cyberwaffe. Moment, da. Genau da. Seht ihr das? Querverweis des Bildes mit aktiven US-Firmenlogos. Kein Querverweis. Querverweis weltweit. Moment mal, Moment. Das ist Colossus. Die Karma-Waffe ist auf der schwimmenden Stadt. So konnten sie so nah ran ans Festland. Salazar, mach eine Eingreiftrupp bereit. Aufbruch in 60 Minuten. Informier Admiral Briggs. Wir kommen Menendez richtig nahe. Ich brauche unbedingt ein paar Antworten direkt von der Quelle. Ich treffe Wurz in der Kammer. Alles der Reihe nach. Karma. Okay, dann geht's los. Kolossos, die schwimmende Stadt. Ja, das ist für die Leute, die nicht mehr wissen, was sie mit ihrem Geld anfangen sollen. Verstanden. Icarus 9, beginnen Sie zu. Kanäle offen, Farid. Wir hören alle zu. Okay. Ihr werdet als Gewerkschaftsinspektoren ausgewiesen. Ihr habt Zugang zu den meisten Bereichen, außer dem gewünschten. Der Zentralcomputer wird gesondert geschützt. Der Zugriff ist nur mittels Netzhautscan möglich. Und hier kommt Sigi ins Spiel. Kurz gesagt, der Computer ist unsere Chance, Karma vor der Falkungsleute zu finden. Farid, konntest du auf die Personaldateien zugreifen? Noch nicht. Die Verschlüsselung ist ziemlich kompliziert. Komm schon. Du schaffst das. Section Ende. So leben also die 1%. Wenn das kein Einsatz wäre, würde ich mir hier glatt eine heiße Braut gönnen. Na, da werden schon auf die warten. Also, unser Haut drauf Hapa als Gewerkschaftsfuzzi. Na, ich weiß nicht, ob das glaubhaft drüber kommt. Es ist die reichste Stadt der Welt. Was sie zu einem wahrscheinlichen Ziel für Raul Menendez macht. Na, dann schauen wir mal, was uns da erwartet. Es ist die schwimmende Stadt, ist es. Also. Wart's auf mich, Leidl. Ja, den
Dann ist da wieder das Werkzeug weggeflogen. Aber es ruckelt schon wieder. Okay, cool bleiben. Stehen bleiben. Der Scanner hat gefährliche Materialien entdeckt. Oh, das ist ein Missverständnis, okay? Wir arbeiten an der Umgestaltung. Das kommt bestimmt von der Baustelle. Identifizierung bestätigt. So, bitte bleiben Sie, wo Sie sind. Peters, können Sie kommen? Wir haben ein Problem. Ja, wir gehen nochmal durch. Das ist... Verdammte Scheiße. Ich dachte, wir werden diesmal gegrillt. Ganz ruhig, Harper. Die Abschirmung hat funktioniert. Der Scanner hat nichts gesehen. Okay, jetzt zeig deine ID und geh einfach durch. Hallo, die Damen. Wir sind von der Gewerkschaft. Grüß dich. Wie jetzt? Die Leute arbeiten nicht so viel im Kolossus. Was ist das? Ah, das ist... Schaut euch jetzt einmal das Bild an. Tada! Und wir haben ein Werbeplakat mit David Mason. Wir fahren alle zur Hölle, Mann. Na, so schlimm wird schon nicht sein. Boah, das ist aber schon beeindruckend da. Okay. Dann gehen wir da mal in den Fahrstuhl rein. Ei. Die Fahrschulmusik ist aber 2025 auch noch nicht besser. Was haben wir da Schönes? Wow. Sieh dir das an. Dieser Ort ist unglaublich, was? Hey, was kostet es wohl, hier ein Wochenende zu verbringen? Mehr als du in einem Jahr verdienst. Kein Scheiß. Kein Wunder, dass Menendez so viel ansammelt. Harper, durchsucht das Stockwerk. Salazar und ich begeben uns zum Einstiegspunkt. Verstanden. Servus. Oh, wie geht's dir, Schönheit? Verpiss dich, Arschloch. No, es ist nicht gerade ein Ladykiller und so. Haut drauf, Harper. Da fällt er wahrscheinlich ein Händchen für die Frauen, aber ist ja wurscht. Oh. Hey, Sie sollten hier nicht drin sein. Wir sind von der Gewerkschaft. Genau. Sicht mal doch, oder? So. Aber die mal. Der steht noch. Okay. Ja, unglaublich. Section, ich bin drin. Lass die aushalten. Leg los. So. Kolossus hat kürzlich private Militärdienstleister eingestellt, um das Sicherheitsteam zu verstärken. Kubanische Ex-Miliz. Wir sind gerade in ein paar von denen reingelaufen. Gut. Das ist unser Freund, der Siggi. Okay, Siggi. Legen wir los. Ja, und die Mini-Drohne, die können wir jetzt steuern. Und da schaffen wir uns jetzt einmal Zugang in den geschlossenen Bereich. Aber das Sicherheitsteam ist voll von denen. Sie sind feindlich. Wenn man da ordentlich Gas gibt, wir müssen wissen, was kann man auch wieder Herausforderungen freischalten, wenn man das innerhalb einer gewissen Zeit schafft. Das ist jetzt aber nicht wirklich mein Ziel. Geht einfach gemütlich durch mit dem Siggi. Achte gleich auf das Loch. Siggi kann rüberspringen. Ja, sowas. Ups. Was machen Sie? Sprengstoff platzieren. Oh, gar nicht gut. Dann schauen wir weiter. Sie wollen das Schiff hochjagen? Erst wenn Sie Karma gesichert haben. So, das müssen wir deaktivieren. Sonst werden wir da gegrillt vom Lasergitter. Und weiter geht's. Siggi. Also cool, das Siege, finde ich. So. Okay. Da müssen wir uns ein Löchlein suchen. Aber jetzt rein wir verkehrt, also am Kopf stehend. Das heißt, wir werden uns da mal umdrehen. So. Und weiter geht's. Also die Ideen, die sie da in dem Spiel haben, um ein bisschen Abwechslung, um nicht nur wirklich stures Geballer zu haben, muss ich sagen, ist schon leiwand. Also auch wieder das da mit dem Siege, das ist zwar nichts Aufregendes, aber es lockert das Spiel einfach ein bisschen auf und es gibt Abwechslung einfach rein. So. Gib her, der Augerl da. Scanne. So, jetzt haben wir so ein Iris-Scan, Netzhaut-Scan. Hey, klar. Da war mein Siege. Es sind die Söldner! Harper, du hattest recht! Sie sind schon in den Serverraum eingedrungen! So. Los jetzt! Dann werden wir da mal die schwere Artillerie auspacken. Und da können wir jetzt das, was wir mit dem Siege da abgegriffen haben, da gleich einmal einsetzen.
Los, los! Zutritt gewährt. Na bitte, funktioniert ja. Enemigo atravesando la puerta! ¡Granada! Los! ¡Cúbrense! So. Mal eine Granate reinpfeffern. Hat zwar nichts gebracht, da hinten hängt einer rum. Auch. So. Oh. Okay. Sicher. Na gut. So, was haben wir da Schönes? Da gibt's wieder mal was zum Interagieren. Schaut aus wie so ein Serverraum. Farid, ich muss den Feind identifizieren. Verknüpfe die Söldner in den Personaldateien mit ihrer biometrischen ID. Lad okay. Die Daten auf mein HUD. Verstanden. Gut. Also, das hilft uns, die Feinde zu markieren. Ihr werdet das dann gleich sehen. Der Farid ist unser Backup am Funkgerät. Und der sorgt dafür. So, und das haben wir da Schönes. Da haben wir unser erstes Info klumpert. Das nehmen wir uns auch gleich einmal. Und das war der Raum. Da oben ist das Sigi runtergekommen. Das heißt, der kugelt auch immer drum und den sammelt wieder ein, auch wenn er zertreten ist. Gut, bringt nämlich auch wieder Herausforderung. Und weiter geht's. Platziere Ablenk. Sicher, dass das funktioniert, Farid? Ich dachte, du vertraust mir. Okay, sind drin. Karma-Waffe könnte mit regulären Vorräten an Bord geschmuggelt worden sein. Durchsuche die Lieferscheine. Stichwort Karma. So, neueste Version von Windows 2025. Nichts. Durchsuche die automatischen Sicherheitssysteme. Stichwort Karma. Irgendwas entgeht uns. Durchsuche die Überwachungskamerabilder. Texterkennung Karma. Da. Karma ist keine Waffe. Es ist eine Frau. So Chloe Lynch, Mitarbeiterin von Tacitus. Bis vor kurzem. Jetzt kennen wir ihren Namen. Wir können sie auf dem Schiff orten. Oberdeck, Club Solar. Oh, Club Solar. Gott sei Dank sind wir schon 21, weil sonst dürfen wir da nicht rein. Okay, was haben wir da Schönes? Section, hörst du zu? Da sind noch mehr Söldner vor der Tür. Farid, der Feind ist vor der Tür. Wir mal wieder die schwere Artillerie auspacken. Öffne die Tür zum Computerraum. So, und da sind sie schon markiert. Die Feinde. Jawohl. Und Karma, los geht's. Karma ist keine Waffe. Jawohl. Dein Mädchen. Ich sende dir ihr Bild. Hab es. Hey. Das ist die Kleine vom Fahrstuhl. Sie ist im Club Solar, aber du musst schnell machen. Die Söldner sind auf dem Weg. Schießen wir ihre Granate hin. Bringt's was? Jawohl, die hat was gebracht. So, ab. Das Salazar ist noch da im Weg. So. Wow, wo ist denn der? Da steht er. Okay. Gut. So. Da geht's weiter. Ah, da werden wir mal Granate reinpfeffern. Jawohl, das ist immer gut. So. Okay. Gegen das Maschinengewehr haben sie nicht viel Chance, die Freunde. Braucht noch keinen Überskill bei der Waffe. Okay, wieder einer weniger. Irgendeine Blendgranate. Wer auch immer die wieder geworfen hat. So, dann tun wir so ein bisschen flankieren, die Freunde. Kommt her. No. Stirb leise.
So. Okay. Ihr könnt sich den Rauch auch nicht verstecken. Das ist nämlich das Leibernde an dem Dualband, wie es hier. Okay. Auch er ist erledigt. So. Jetzt müssen wir die Karma suchen. Der Harper, der haut drauf. Harper hat sie schon gefunden. Der ist jetzt am Weg schon zu ihr. Und das Ganze spielt sie jetzt in dem Club Solar ab, haben wir gehört. Also, dann auch einmal. Aufteilen! Mit dem Aufzug ins obere Stockwerk! Verstanden. Ich treffe mich mit Harper. Chloe! Sie? Chloe, Sie müssen sofort mitkommen! Wer sind Sie? Woher kennen Sie meinen Namen? Ich bin Mike Harper, ich bin ein Navy SEAL. Lassen Sie die Finger von mir! Hey, hören Sie zu! Ihr Leben ist in Gefahr! Terroristen sind hinter Ihnen her! Terroristen? Wovon reden Sie? Chloe, die kommen von Raúl Menéndez! Naja! Schütze Sie, Harper! Wir sind unterwegs! Wie gesagt, nicht unbedingt der Lady Killer, unser Harper. Und jetzt sind wir da im Club. Grüß euch, Mädels! Wow. Jetzt müssen wir uns da anstellen, oder was? Oder kommen wir da vorbei? Weil die stehen da alle angestellt. Oh! Dann mag man ja gar nicht vorbeigehen. Grüß dich. Okay, jetzt sind wir also im Club Solar. Das dürfte so die absolute Inhitten da in der Stadt sein, offensichtlich. Gut. Grüß dich. Alles ein bisschen dunkel da. Okay. Dann müssen wir da hinten ins Eck. Der nächste Türsteher. Grüß dich. Jo, danke da. Harper, wo bist du? Wir sind auf der Tanzfläche. Bin unterwegs. Sechs, okay. Ich bin auf dem Balkon des Clubs in Position. Na bitte. Na hallo. Ach, mal wieder nur schauen dürfen. Bitte, bitte. Hab ja nur geschaut. Da geht ja mächtig die Party auf. Da kann schon was die Hitten, ha? Und da irgendwo ist jetzt die Karma mit unserem Haut drauf auf der Tanzfläche. Naja, dann gehen wir es einmal suchen. Kriegt man direkt Bock aufs Tanzen. Aber deswegen sind wir leider nicht da. Da schaut es unseren Lady Killer an, wie er bei der Arbeit ist. Wir müssen jetzt gehen, Chloe. Section! Mindestens 10 Söldner, sie nehmen Geiseln. Oh, der DeFalco. Geiseln, nicht Feuer. Na, ist auch kein guter, der Typ. Salazar, schießen, sofort! Kein Schussfeld! Zu viele Geiseln! Nein! Feuer eröffnen! Oh. Decken! Vorwärtssprung decken. Klassiker. So, und jetzt werden wir die da abräumen. Da kann man auch eine Herausforderung freischalten, wenn man die alle mit einem Kopfschuss erledigt. Aber Zeit nehme ich mir jetzt nicht. Also ein bisschen hakelig damit zielen, weil das jetzt so eine Art Slow-Motion-Funktion abbrennt. Also es ist schaffbar, aber kann schon mal sein, dass man ein, zwei Versuche braucht. Na, jetzt doch runter.
Mann, Kramer, wir verfolgen Sie. Wir müssen Ihre Bewegung orten, Farid. Wir können Sie nicht vom Schiff lassen. Okay, also jetzt müssen wir quasi verhindern, dass der DeFalco sich da mit der Karma aus dem Staub macht. Weil die wollen wir uns ja krallen, die Karma. Oder die Chloe, besser gesagt. Ja, der Farid. Das gesamte Armee, seine Söldner, durchsucht alles. Moment, da, genau da, seht ihr das? Das ist er, das ist er. Das ist ein unguter Kerl. Der Falco stört die Signale. Ja, Sprengsätze. Beim Atrium den Weg abschneiden. Okay, jetzt haben sie uns in die Luft gesprengt. Gut, gut, gut. Wir müssen jetzt schauen, dass wir uns den DeFalco krallen. Dass der nicht mit der Chloe abhaut. Was ist hier los? Oh. Oh Gott. Wir sind US Navy Seals. Hören Sie, Sie müssen die Waffenkammer öffnen, um Ihre Leute zu bewaffnen. Hey, 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 hören Sie. Komm, reiß die Zahnbester. Okay. Wir brauchen... Okay, die Sicherheitswaffenkammer. Jo. Was ist passiert? Die Falco hat vor dem Nachtclub eine Bombe gezündet. Er hat das Mädchen. So. Gib uns Zugriff auf die Kameras auf diesem Deck. Da werden wir jetzt aber nicht viel ändern. Wir nehmen uns da einfach nur diesen komischen Elektroschocker oder was das da ist. Und da haben wir Maschinenpistole, Maschinengewehr, alles was das Herz begehrt. So, und jetzt sollten wir uns ein bisschen immer flott beeilen, dass wir die halt noch rechtzeitig erwischen. Er ist im Einkaufszentrum. Dann los! Gleich einmal ein bisschen rein. Da mal aufpassen, dass man keine Zivilisten erwischt. So. Farid, der Falco sprengt das Schiff! Ist der Hurensohn noch an Bord? Ich bin nicht sicher. Ja, ich sag's noch, man darf nicht auf einen Zivilisten feuern. Zwar keine Ahnung, wo der jetzt war, der Zivilist. Aber bitte. Hallo? Das macht's jetzt absichtlich. Das ist doch kein Zivilist da, der ist doch eindeutig Geld. Das ist der Grund, warum ich mir das Visier genommen habe, damit man die eben schön unterscheiden kann. Ist der Hurensohn noch an Bord? Ich bin nicht sicher, ich sehe nichts. Wir müssen diesen Bastard den Falco schnappen. So. Weiter, bevor der Falco entkommt! Auf dem Weg, verdammt! Na komm schon. Okay. Was könnt ihr tun? So. Gut. So, dann gehen wir mal da rein. Weil da ist unser nächstes Infozeug, das holen wir uns. Wir verlieren ihn! So. Da oben einer. Aufpassen, dass man da wieder nicht die Zivilisten erschießt. So. Okay. Na schauen wir, wo ist er denn, der Falco? Da kommen die lustigen runtergerollt. Er verlässt das Einkaufszentrum! Dieser scheiß Penner macht mich. Da oben ist auch einer drinnen. Farid, du musst die Falcos Zünder stören! Ich arbeite dran! Gut. Da machen wir mal auf. Holen uns die AGD da raus. Farid, so. Kannst du eine AGD-Einheit bei Station 55 hacken? Öffnen! Station 55! 55, hab sie! Setze Parameter. ID-Bewachung und Schutz. So. Und jetzt werden wir da Gas geben. Jetzt ist wichtig, dass man schnell ist einfach. Verteidigungssysteme sind jetzt zur Terroristenabwehr bereit. Okay. Die Sicherheitssysteme erkennen bewaffnetes Personal als feindlich. Ich bin das auch für den Feind?
Ohne Ausnahme. So. Ah, jetzt bin ich schon im Wasser. Da könnten wir die noch vorher runterholen. Irgendwas Schweres trifft mich da, jetzt bin ich sowieso gleich tot. Nein, noch lebe ich. Okay. So. Mal schauen, dass wir da weiterkommen. Das Signal. Okay, ich bin dabei. Kommt uns! So. Okay. Nachladen, habe ich doch schon gemacht, oder? Achso, bin ich wieder gelaufen. Da hinten ist, glaube ich, ein AGD. Darum habe ich mal die EMP-Granaten genommen. Oh. Da ist das Infozeug. Und jetzt hat mich da diese Depperte irgendwas getroffen. Wurscht. Einfach laufen. Hoffen, dass wir den Sprint nutzen können. Jawohl. So. Los, weiter setzen! Schweren Prügel nehmen. Und da jetzt den DeFalco. Du Ungustel, du. Haben wir schon? Nein, der rennt mal um den. Oh. Wo ist er denn? Da. Jetzt haben wir ihn aber. Nicht aus, Penner! Genau. Keine Chance habt ihr gegen mich da. So, hilf mir mal mit dem Müll! Also werden Menendez' Pläne mit Celerium ohne ihr Fachwissen nicht aufgehen. Es würde ihn aufhalten, aber nicht stoppen. Er kriegt, was er will. Glauben Sie mir. So, haben wir die nächste Mission geschafft. Also, wir haben jetzt die Karma, besser gesagt die Chloe Lynch, da gerettet. Wir haben den DeFalco, das ist ja die rechte Hand von Menendez gewesen, ne? Den haben wir da geschossen. Ja, schauen wir, wie es weitergeht. Genau, die Karma haben wir gerettet, der DeFalco ist tot. Und somit fällt jetzt auch eine Zwischenmission weg, weil wenn man das nicht schafft, dass man die Karma rettet, dann gibt es da eine Zwischenmission von der Eingreiftruppe, die heißt Zweite Chance, glaube ich. Und da kann man dann die Karma wieder befreien. Die sehen wir jetzt natürlich nicht, weil wir einfach die Karma jetzt schon gerettet haben. So. Die nächste Mission wird auch wieder interessant, weil da dürfen wir, die spielt wieder 1989 und wir dürfen den Woods steuern. Und auf die freue ich mich schon, aber die gibt es natürlich dann erst im nächsten Teil. Falls es euch gefallen hat, könnt ihr mir ruhig einen Kommentar da lassen, beziehungsweise ein Like. Und wir sehen uns dann wieder im nächsten Teil. Pfiat euch, Leidlung!